die internationale Schule in Oslo. Mehr als 500 Schüler aus 50 verschiedenen Ländern lernen hier. Der Bau am Rande der norwegischen Hauptstadt ist ein Blickfang. 2011 war das Gebäude für den Mies van der Rohe-Preis nominiert, einen der wichtigsten europäischen Architekturpreise. Die Architekten Håkon Vigsnes und Einar Jarmund haben die Schule aus den 70er Jahren 2009 komplett umgebaut. Die Farben bewirken, dass die Schule schon von Weitem sichtbar ist. Sie stehen für verschiedene Nationen. Wir wollten vor allem eine offene Atmosphäre schaffen. Eine Schule ist ein Ort, an dem viel passiert und wo es immer ein bisschen chaotisch ist. Das muss sich auch in der Architektur widerspiegeln. Das ist wichtig für eine Schule. Musik 1996 gründen die beiden Studienkollegen ihr Büro in Oslo. Als dritte Teilhaberin kommt 2004 Alessandra Kosberg dazu. Bei der Arbeit geht es den Architekten vor allem darum, im langen norwegischen Winter das wenige Tageslicht zu nutzen. Denn in dieser Zeit scheint die Sonne nur 2 bis 4 Stunden am Tag. Wir müssen sehr careful regarding. Wir müssen sehr genau auf die Ausrichtung der Gebäude achten. Bei dieser Hotelanlage hier sind die Häuser wie ein Fächer angelegt. So gibt es zur wichtigsten Tageszeit zwischen 1 und 4 Uhr nachmittags in allen öffentlichen Bereichen Sonnenlicht. Weitere Projekte von Jarmund und Vigsnes, die Villa The Red House bei Oslo. Oder dieses Ferienhaus an der norwegischen Nordseeküste. Mehrere Preise hat das Architektentrio für das Science Center in Svalbard auf der Insel Spitzbergen gewonnen. Das Gebäude muss besonders rauen klimatischen Bedingungen trotzen, wie Schneestürmen und Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius. Die Fassade ist aus Kupfer. Im Inneren ist das 8500 Quadratmeter große Bauwerk komplett mit Holz gestaltet. Das Gebäude ist im Inneren wie ein kleiner Universitätscampus. Wir haben innen nicht exakt die gleichen Farben verwendet, die die anderen Häuser hier in Spitzbergen haben, aber die Farbtöne sind ähnlich. Und wir haben den verschiedenen Gebäudeteilen bestimmte Farben gegeben. Das heißt, man findet grüne, rote und blaue Bereiche. Traditionell werden in Norwegen viele Holzhäuser weiß gestrichen. Auch dieses Einfamilienhaus von Jarmund und Vigsnes in Oslo. Abgesehen von der Farbe ist der Bau alles andere als typisch für Norwegen. Das Haus ist auf einer sehr kleinen Fläche gebaut und reicht nah ans Nachbargrundstück heran. Deshalb haben wir versucht, eine Balance zwischen Offenheit und Intimität zu finden. Man soll für sich sein können, aber gleichzeitig auch das Gefühl haben, in einem großen Raum zu sein. Mit freiem Blick zum Himmel, was vor allem im Sommer wichtig ist. So dass man sich als Teil der Natur fühlt und trotzdem nicht von seinen Nachbarn beobachtet werden kann. An Aufträgen mangelt es den Architekten nicht, denn in Norwegen wird derzeit viel gebaut. Gerade fertiggestellt eine LKW-Kontrollstation in Nordnorwegen am Rand eines Nationalparks. Behutsam in die Landschaft integriert auch das Dünenhaus, das die Architekten in England gebaut haben. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, jung zu bleiben. Wir wollen keine langweiligen und uninspirierten Dinge machen. So gesehen hoffe ich, dass wir immer noch jung sind. Mit Mitte 40 zählen die drei Architekten des Büros Jarmund und Vigsnes in der Welt der Architektur ohnehin noch zum Nachwuchs. Viel Zeit also noch für viele neue Ideen.